Morgens war Aschers Leben. Wir melden uns heute hier aus die beste Hornpark von die Fête de la Musique. Und was das heißt, weiß meine charmante Kollegin Mademoiselle Christina. Merci, Frank. Naja, auf jeden Fall werden heute Abend insgesamt 28 Musikacts in der gesamten Stadt zu hören sein. Hallo, kommt doch einfach mit. Zum Beispiel zur Bühne am Bestohornhaus. Oder auch in den Grauen Hof. Insgesamt an 4 unterschiedlichen Orten wurde in diesem Jahr wieder das französische Musikfest gefeiert, wie auch in weiteren 540 Städten weltweit. Das zweite Mal Fête de la Musique in Aschersleben zum Sommeranfang. Nur dieses Jahr halt ohne Sommer. Ist das ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Der Sommer kommt morgen, den begrüßen wir heute, weißt du? Deswegen kein Problem. Die Leute sind da. Die Musik läuft. Alles super. Aschersleben ist geil. Und so begrüßten die kleinen Musiker hier an der Orangerie den Sommer genauso wie die großen. Zur Musik gehörte natürlich auch der Tanz, so wie hier im Museumshof. Das musikalische Repertoire war dabei sehr breit gefächert und reichte vom selbstgeschriebenen Rap bis hin zu Coverversionen bekannter Hits. Und am Ende gab es für die Mitwirkenden jede Menge Applaus. So, das waren 5 Stunden Fête de la Musique. Und auch wenn wir noch gerne bleiben würden, wird es für uns als Fußballfans jetzt Zeit, die Flaggen zu wechseln. Seid ihr ruhig noch etwas hier und genießt die Musik? Wir ziehen uns vorerst zurück und sagen au revoir! Und während Deutschland gegen Ghana 2:2 spielte, ging es in Aschersleben bis weit nach Mitternacht musikalisch zu.